Kein einziger Baum darf der Mensch in diesem Wald anlängen, auch wenn er am Boden liegt. Das wird Totalwaldreservat genannt. Dieser Wald liegt oberhalb von Auvin und erstreckt sich auf einer Fläche von 34 Hektaren, was ein bisschen weniger als 50 Fußballfelder entspricht. Der Kanton Bern schreibt in einer Mitteilung, dass es neu 12 sättige Wälder gibt, 5 davon im Berner Jura. Die neuen Reservate bleiben für 50 Jahre bestehen und sind wegen ihrer Diversität ausgewählt worden. Hier haben wir sehr wenig Fichten, sind also nicht so anfällig auf einen Borkenkäfer. Aber in all diesen Verträgen hat es immer Klauseln, dass wir als Abteilung eingreifen können, wenn es plötzlich Probleme gäbe. Mit invasiven Spezies zum Beispiel. Der Eigentümer kann das nicht von sich aus machen, aber unsere Abteilung kann das anordnen. Der Kanton Bern hat im 2017 ja von Planen für die neuen Totalwaldreservate heute zu eröffnen. Das Projekt ist jetzt beendet, aber der Kanton will in einem weiteren Schritt noch mehr Reservat. Bis im 2030 soll die Fläche an Totalwaldreservat 5% der Gesamtwaldfläche des Kantons ausmachen. Im Moment machen die Reservate 3% aus. Das Projekt ist für einen Moment abgeschlossen. Jetzt machen wir wieder traditionell weiter, in Anführungszeichen. Wir verhandeln bilateral mit den Besitzern. Aber es ist nicht ausgeschlossen und sogar wahrscheinlich, dass wir so eine Aktion in Zukunft wiederholen könnten.